Durch das neue Waffen- und Klassensystem in Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist das Ganze ja mittlerweile so, dass man, ja, dass man nicht nur eine Waffe hochlevelt, dann für diese Waffe Aufsätze freischaltet. Nein, denn mittlerweile ist es so, dass man quasi, wenn man Meta-Klassen-Setup spielen will, nicht nur eine Waffe leveln muss, sondern teilweise 2 bis 3, 4 Waffen leveln muss, um dann die dementsprechenden Meta-Aufsätze freizuschalten, um die Waffe dann wirklich am bestmöglichen spielen zu können. Das ganze System ist wirklich sehr unübersichtlich und wenn man jetzt nicht genau weiß, welche Waffen man leveln muss, um die richtigen passenden Meta-Aufsätze freizuschalten, kann das wirklich auch extrem lange dauern. Und das sorgt auch speziell dafür, dass wenn man jetzt nicht den ganzen Tag grinden kann, dass man da wirklich einige Probleme bekommen kann. Mittlerweile habe ich auch wirklich sehr viele Kommentare gelesen unter den Videos, dass wirklich einige Leute jetzt gar nicht wissen, wie sie die Aufsätze freischalten. Deswegen gibt es, wie gesagt, heute ein kleines Tipps und Tricks Video. Und zwar werden wir im heutigen Video darauf eingehen, wie man die wichtigsten und besten Meta-Aufsätze freischaltet, um das Ganze am effektivsten und am schnellsten freizuschalten, um nicht unnötig Zeit zu verlieren, um endlose Waffen zu leveln. Das Video kann auf jeden Fall sehr, sehr nützlich sein, um die aktuellen Meta-Waffen zu spielen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt über Warzone 2, die besten Loadouts und die neuesten Updates, lasst natürlich hier auf YouTube sehr, sehr gerne ein Abo da, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt, checkt auch gerne Twitch ab, da streamen wir regelmäßig, testen Waffen, testen Klassen. Schaut da gerne vorbei. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit den wichtigsten Aufsätzen für Warzone 2. Let's go. Wenn wir uns generell erstmal das Klassensystem anschauen durch Modern Warfare 2, gibt es ja verschiedene Waffenbäume teilweise, was dafür sorgt, dass man, um ganz bestimmte Waffen aus diesem Stammbaum spielen zu können, man erstmal teilweise Waffen aus dem Stammbaum leveln muss, um diese Waffen dann erstmal freizuschalten. Das heißt, auch durch Modern Warfare 2 ist es mittlerweile so, dass man nicht mehr durch das standardmäßige Leveln, ja, Waffen freischalten kann, was natürlich oftmals so ein bisschen nervig sein kann, wie man natürlich hier beim Custoff-Baum sehen kann. Man hat die Custoff 762, durch das Leveln dieser Waffe schaltet man die RPK plus die Custoff 545 aus und danach geht das dann immer so weiter. Dazu ist natürlich auch jeweils so, dass man mit jeder einzelnen Waffe, die man hier freischaltet, wirklich Aufsätze freischaltet, die man teilweise auch dann für andere Waffen spielen kann, was das Ganze natürlich auch aktuell wirklich so kompliziert macht. Ich werde das ganze Video natürlich auch so aufteilen, dass ich die Mündungen, die Laser, allgemein die Visiere und so weiter so ein bisschen trenne. Ihr könnt natürlich auch immer so ein bisschen skippen, ich werde versuchen, das Ganze relativ clean und relativ übersichtlich zu markieren. Wir starten direkt mit der Habinger Mündung, zusammen mit der Echoless 80 Mündung auf jeden Fall sehr, sehr stark. Wird sehr, sehr oft auf das Gar gespielt und da die Waffe natürlich auch eine Meta-Waffe ist, sollte man definitiv diesen Aufsatz freischalten. Um die Habinger Mündung freizuschalten, müsst ihr die SDB 556, also die AUG, auf das Waffenlevel 18 bringen und dann habt ihr natürlich die Habinger Mündung freigeschaltet und somit einer der besten Mündungen, die man hier spielen kann. Dazu als nächstes der Echoless 80 Schalldämpfer, der natürlich fast ähnliche Effekte hat, auch auf große Distanz wirklich sehr gut ist. Das Ganze schaltet man tatsächlich einfach rein durch die TAC 56 frei und zwar müsst ihr die TAC 56 im Endeffekt einfach nur auf Waffenstufe 14 bringen und habt somit den Echoless 80 Schalldämpfer frei, der natürlich auch wirklich sehr solide und sehr stark auf große Distanz ist. Als nächstes habe ich die Talon 5 Mündung, die wirklich auch sehr wichtig sein kann, denn es ist definitiv einer der Meta-Aufsätze für die aktuelle RPK-Meta. Das Ganze allerdings freizuschalten ist so ein bisschen tricky, denn ihr müsst die TAC 56, die Scar, quasi auf Max-Level spielen, um dann somit quasi die TAC M freizuschalten. Wenn ihr dann mit der TAC 56 die TAC M freigeschaltet habt, müsst ihr diese auf Level 22 bringen, um dann quasi damit ab Waffenstufe 22 mit der TAC M den Talon 5 Schalldämpfer freispielen, der sich allerdings auf jeden Fall lohnt, denn es ist wirklich ein sehr, sehr starker Schalldämpfer für Präzision, Reichweite, Bullet Velocity, speziell natürlich auch bei der aktuellen RPK-Meter. Dazu der Polar VRS Schalldämpfer, der natürlich auch wieder ähnliche Effekte hat, Bullet Velocity, Reichweite, Rückschussdämpfung, wird alles so ein bisschen verbessert, sorgt für gute Präzision auf große Distanz, ist auch definitiv einer der besten Mündungen, die man spielen kann. Um das Ganze freizuschalten, müsst ihr bei den Kampfgewehren die Lachmann 762 auf Waffenstufe 5 bringen, um diesen Schalldämpfer freizuschalten. Was die Longrange-Waffen angeht, sind diese Mündungen, diese Schalldämpfer auf jeden Fall alle relativ ähnlich, was den Effekt angeht, allerdings definitiv auf die eigene Art wirklich auch Meta-Aufsätze. Dazu bei der Mündungskategorie der Pistolen gibt es noch den FT Steelfire Schalldämpfer, der natürlich auch ähnliche Effekte hat wie die anderen Schalldämpfer, allerdings speziell für die Akimbo-Pistolen aktuell wirklich einer der besten Varianten ist, die man hier spielen kann. Wenn man die P890 spielt, ist das Ganze allerdings relativ einfach zu erspielen, denn man schaltet das tatsächlich auch direkt mit der P890 frei und zwar auf der Waffenstufe 24, dort hat man das Ganze frei, kann diesen Aufsatz allerdings nicht nur für die P890, sondern auch für die X13 plus die X12 spielen, was natürlich auch sehr gute Aspekte für die X12 und die X13 hat und natürlich, wie gesagt, generell dieser Aufsatz ist, was die Pistolen, was die Mündung angeht, wirklich somit das Beste, was man hier spielen kann. Das wäre es jetzt erstmal von den wichtigsten Mündungen, die man spielen kann auf Long Range. Jetzt kommen wir allerdings erstmal zu einer ganz wichtigen Kategorie. Und zwar sind das die wichtigsten Visiere, die man in Warzone 2 spielen kann. Wir starten mit dem Zielhilfen V4 Visier. Wirklich sehr, sehr cleanes Visier und auch ganz speziell, was den visuellen Rückschuss angeht, ist dieser Aufsatz wirklich sehr gut, was Rückschusskontrolle angeht. Deswegen natürlich aktuell auch sehr beliebt. Und in-game muss man auf jeden Fall sagen, das Ganze sieht schon wirklich relativ clean aus. Das Zielhilfenvisier freizuschalten ist eigentlich relativ easy. Alles, was ihr braucht, ist die neue Buzz-P Maschinenpistole aus dem Battle Pass. Diese müsst ihr lediglich auf Waffenstufe 5 bringen, um das Visier freizuschalten. Habt somit einer der cleansten und rückschussverbesserndsten Aufsätze, was allgemein natürlich die Visierkategorie angeht. Auch sehr beliebt ist natürlich das VLK-Visier. Kennen wir aus Warzone 1, ist natürlich auch
Ja, in Warzone 2 wirklich immer noch sehr clean, muss man sagen. Ist jetzt nicht ganz so OP wie in Warzone 1, da es aktuell ein, zwei Visiere gibt, die so ein bisschen effektiver sind, die visuellen Rückschuss so ein bisschen verbessern. Trotzdem muss man sagen, das VLK-Visier ist wirklich immer noch ein sehr, sehr cleanes und sehr, sehr übersichtliches Visier. Um das VLK-Visier freizuschalten, müsst ihr bei den Sturmgewehren die Cast auf 762 auf Waffenstufe 4 bringen, um das Ganze quasi direkt freizuschalten. Speziell beim VLK-Visier ist es natürlich sehr praktisch, dass man die Cast auf natürlich allgemein rein durchs Leveln bekommt. Wie auch in Warzone 1 kann man das Ganze definitiv spielen, ist es wirklich immer noch sehr clean. Deswegen VLK-Visier einer der Meta-Visiere aktuell. Dazu gibt es noch das Schlager 3,4 Visier, was natürlich von der Übersicht her natürlich auch sehr, sehr clean ist, muss man sagen. Ingame die Übersicht ist auf jeden Fall sehr clean, deswegen kann man das Ganze natürlich auch ganz gut spielen. Das Ganze ist allerdings ein bisschen tricky, ihr müsst die Lachmann 762 spielen, müsst dann allerdings ab Waffenstufe 13 die Lachmann 556 freischalten und dann somit ab Stufe 16 die Rapar durch die Lachmann 556 freizuschalten, um dann jeweils wieder mit der Rapar ab Waffenstufe 12 das Schlager-Visier freizuschalten. Ja, es ist wirklich komplett unübersichtlich, ist allerdings, wie gesagt, ein sehr cleanes Visier, deswegen kann man das Ganze auf jeden Fall spielen. Wenn ihr mit dem Zielhilfen-V4-Visier klarkommen solltet, würde ich allerdings das empfehlen, da natürlich hier erstens mal das Ganze wirklich besser freischaltet, plus natürlich der visuelle Rückstoß, was das Zielhilfen-Visier angeht, so ein bisschen besser ist. Dazu gibt es natürlich noch das Slimline Pro-Visier, was ein klassisches Rotpunkt-Visier ist, was wir natürlich auch gut kennen. Kann auf jeden Fall sehr clean sein, ganz klassisches Rotpunkt-Visier, ganz easy gehalten und kann natürlich für viele MPs auf Close Range wirklich sehr effektiv sein. Um das Ganze allerdings freizuschalten, braucht ihr die Lachmann-MP. Das heißt, wenn ihr noch gar nichts gelevelt habt, müsst ihr natürlich euch erstmal durch die ganzen Lachmann-Varianten leveln, die Lachmann 762 auf Stufe 13, dazu die Lachmann 556 auf Waffenstufe 12 bringen, um somit natürlich, ja, die MP5 oder Lachmann MP freizuschalten, um dort jeweils bei Waffenstufe 11 das Slimline Pro Visier freizuschalten. Es ist allerdings definitiv eins der cleansten Rotpunkt-Visiere, was man auf Close Range spielen kann. Als nächstes das Clone Mini Pro Visier, was wirklich auch sehr, sehr clean ist, einen Blaupunkt tatsächlich hat. Allgemein muss man natürlich sagen, es ist eins der besten Rotpunkt-Visiere, die es in Warzone 2 aktuell gibt. Um das Ganze freizuschalten, müsst ihr natürlich ein bisschen bodenlos spielen, denn ihr müsst eine Shotgun leveln, um das Ganze freizuschalten. Und zwar müsst ihr die Expedite 12 auf Waffenstufe 7 bringen, um das Ganze freizuschalten. Es lohnt sich allerdings definitiv, denn was, wie gesagt, die Close Range Visiere angeht, das Clone Mini Pro plus das Slimline Visier sind somit die besten Rotpunktvisiere, die man auf Close Range spielen kann. Es gibt natürlich auch noch das SZSRO Visier, was natürlich auch, was allgemein die Cleanheit angeht, wirklich sehr, sehr clean ist. Eins meiner Favorite Visiere ist allgemein. Um das Ganze allerdings freizuschalten, müsst ihr die MP leveln, müsst somit quasi die Icarus freischalten, die ihr dann quasi ab Waffenstufe 18 freischaltet, könnt somit quasi die Icarus leveln und müsst diese nochmal auf Waffenstufe 13 bringen, um somit tatsächlich die M16 freizuschalten, um dann dort quasi ab Waffenstufe 11 das SZSRO-Visier freizuschalten. Ich habe auch wirklich sehr lange für dieses Video gebraucht, denn ja, wenn man erstmal was freigeschaltet hat, steht da auch wirklich gar nicht, wie man das Ganze freigeschaltet hat. Trotzdem hoffe ich, ich kann das in dem Video relativ gut und clean rüberbringen, dass ihr das Ganze relativ easy versteht, denn teilweise kann das Ganze schon wirklich sehr unübersichtlich sein. Das wäre es jetzt erstmal von den besten Visieren, die man aktuell spielen kann. Dann natürlich auch ganz wichtig, eine der wichtigsten Kategorien speziell auf Long Range sind natürlich die Unterläufe. Hier gibt es definitiv 3-4 Varianten, die wirklich speziell auf Long Range sehr gut für Rückschuss sind, sehr gut für Präzision sind und natürlich auch allgemein movementmäßig die Waffe jetzt nicht zu sehr verschlechtern. Als erstes natürlich der Aftergripper-Unterlauf, speziell für die RPK, einer der Meta-Aufsätze. Alles, was ihr hierfür braucht, ist die Lachmann 762. Die müsst ihr lediglich auf Waffenstufe 6 bringen, um den Aftergripper-Unterlauf freizuschalten. Genauso beliebt wie der Aftergripper-Unterlauf ist natürlich auch der Phase 3-Griff. Wie gesagt, das sind so meistens die beiden Varianten, die bei Sturmgewehren auf Long Range gespielt werden. Auch wieder Stabilisierung von Rückschuss, allgemein Präzision auf große Distanz, plus das Tune sorgt dafür, dass man Rückschuss stabilisieren kann und Untätigkeit, Zielstabilität. Ihr seht natürlich, was das Tuning angeht, das Ganze ist wirklich sehr, sehr gut für Präzision. Das Ganze freizuschalten ist allerdings natürlich wieder ein bisschen kompliziert, denn ihr müsst die Cast auf 762 spielen, müsst das Ganze bis Level 11 spielen, bis ihr dann ab Stufe 13 die Cast auf 74 U, also die AKU, freischaltet, um dann mit der AKU ab Waffenstufe 13 die Wassenef dann quasi im Endeffekt dann irgendwann freizuschalten nach einer Ewigkeit. Wenn ihr dann irgendwann die Wassenef frei habt, könnt ihr dann ab Waffenstufe 9 in Phase 3 freischalten. Der große Vorteil vom Ripper und Lauf ist natürlich, dass der deutlich schneller freischaltbar ist. Man muss allerdings sagen, dass beide Varianten, was Long Range angeht, so mit die wichtigsten Aufsätze sind aktuell. Als nächstes ein Aufsatz, der speziell für Close-Range-Waffen für MPs wirklich öfters mal beliebt ist. Es ist der Shark 94 Unterlauf, der den Vorteil hat, dass er, ja, keinen Nachteil hat, was allerdings natürlich im Vergleich zu anderen Aufsätzen oftmals wirklich ein Vorteil sein kann, denn fast jeder Aufsatz, egal was man in Modern Warfare 2 auf die Waffe packt, irgendwie verschlechtert alles die ZV-Geschwindigkeit. Um den Sharkwind-Unterlauf zu spielen, müsst ihr allerdings nur die Fennec auf Waffenstufe 2 bringen, also direkt am Anfang mit der Fennec habt ihr das Ganze schon frei und habt somit für Close-Range-Waffen wirklich sehr, sehr effektiven Aufsatz. Dann kommen wir zu einem Aufsatz, der wirklich so, was Rückschusskontrolle an sich angeht, wirklich, wenn man das Ganze auch noch ein bisschen tunt, wirklich
eins der präzisesten und natürlich besten Varianten bei den Unterläufen ist, die man spielen kann. Und zwar ist der VX Pineapple Unterlauf, der natürlich allgemein, was das Tuning angeht, nicht so die wirklich perfekten Werte hat, aber von den Grundeffekten des Aufsatzes schon wirklich dafür sorgt, dass man eine sehr, sehr präzise Waffe hat. Um den Pineapple Unterlauf freizuschalten, müsst ihr die M4 auf die Waffenstufe 18 bringen, um somit quasi das Icarus LMG freizuschalten. Um hiermit ab der Waffenstufe 14 den Pineapple Unterlauf... Hallo. Ab Waffenstufe 14 den Pineapple Unterlauf zu spielen. Ich glaube, es ist auch direkt hier unter der Facecam ab Stufe 14 ist der Pineapple Unterlauf, der wie gesagt vom Grundprinzip schon wirklich für eine sehr, sehr gute Präzision auf Distance sorgt. Und das wäre es jetzt erstmal von den wichtigsten Unterläufen. Wie gesagt, Aftergripper, allgemein Phase 3 Griff, Sharkfin Unterlauf plus Pineapple Unterlauf sind so wirklich die meistgespielten und auch effektivsten, was auch speziell das Tuning angeht, Aufsätze, die man bei den Unterläufen spielen kann. Dazu gibt es noch den Schlager Packbox Schalldämpfer, der natürlich auch ZV-Geschwindigkeit verbessert, was wie gesagt auf Close Range immer sehr, sehr wichtig sein kann. Time to Kill ist sehr niedrig, deswegen ist es immer sehr wichtig, extrem schnell ins Aim zu kommen. Um das Ganze freizuschalten, braucht ihr die Signal 50. Die müsst ihr einfach nur auf Waffenstufe 3 bringen, um diesen Schalldämpfer freizuschalten. Wie gesagt, ZV-Geschwindigkeit verbessern ist immer gut bei Close Range Waffen, deswegen kann das Ganze auf jeden Fall ein sehr effektiver Aufsatz sein. Es war jetzt wirklich einiges an Text. Ich hoffe, ich konnte das Ganze halbwegs irgendwie gut erklären. Falls ja, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn das Video gut ankommt. Wie gesagt, lasst mir gerne Feedback da, was man beim nächsten Mal verbessern kann. Ja, und schreibt mir auch gerne mal von 1 bis 10 in die Kommentare, wie ihr dieses Waffensystem haltet. Es ist natürlich zum Grinden eigentlich ganz cool. Man hat natürlich immer ein bisschen was zum Grinden. Allerdings, wenn man jetzt schnell eine Meta-Waffe bauen will und man allerdings dafür gefühlt erstmal 10 Waffen auf Stufe so und so bringen muss, ist es natürlich immer sehr belastend. Trotzdem kann das Video definitiv so ein bisschen helfen, das Ganze effektiver freizuschalten. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie natürlich gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Checkt wie gesagt auch gerne Twitch ab. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Studieren von den ganzen Klassen-Setups und Waffen und Aufsätzen, wie man das Ganze freischaltet. Jetzt würde ich sagen, haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.